Wir haben Karten gespielt und mit einem Mal fing Marco an zu stänkern. Bei mir in der Wohnung wird Karten gespielt. Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Und gestänkert und geschlagen wird bei mir nicht. Mir wurde zu Beginn meiner Vernehmung mitgeteilt, dass ich im dringenden Verdacht stehe, an der Tötung eines Menschen beteiligt gewesen zu sein. Alle ausweisen! Alle wieder zurück! Knallhart sagen! Ja! Hört sich zwar scheiße an, aber ja! Juden auch! Der Marco ist hier gar nicht klargekommen. Was sei schon, aber der Marco nicht. Ich habe 3 Jahre gesessen und solche Aggressionen aufgebaut. Die mussten raus. Das hätte jeden treffen können. Nichts wieder. Alles müde und alt. Und ich male uns beide als Umriss aus Kreide auf den Asphalt. Du erkennst mich nicht wieder. Unerkannt. In Richtung Ausgang zur Jauchegrube gesehen, forderte ich Marinus auf, dass er sich hinknien und in die Bordsteinkante von den Futtertrögen beißen sollte. Der Marco, der ist jetzt jemand, der schlägt zurück. Im Suff. Sonst ist er der liebste Mensch. Ich trug ihn an den Armen und mein Bruder an den Füßen. Dann warfen wir ihn mit dem Rücken zuerst in das Loch. Die haben genau gewusst, was sie taten in ihrer Kaltblütigkeit. Diese Bestien verdienen keine Gnade. Die müssten so umgebracht werden wie unser Sohn. Fluch den Bestien! Denken Sie an die Gerechtigkeit! Nur mein Herz, das noch schlägt. Und ich hebe die. Wenn jeder aus dem Dorf einschlagen muss, ist genauso viel wert, als wenn ich 5. Ja, wohl kann das nicht jederzeit. Es gibt immer so einen Idioten. Immer.